Ronaldo sieht sich als Nummer 1. Superstar Cristiano Ronaldo von Real Madrid hat nach seinem dritten Titelgewinn in der Champions League noch einmal auf seine Ausnahmestellung bei den Königlichen gepocht. Diese Saison sei er wieder einmal die Nummer 1 im Team, was die Einsatzminuten angehe. Außerdem war er in diesem Wettbewerb wieder der beste Torschütze. Seine eher unauffällige Leistung beim Finalsieg gegen Atletico Madrid räumte Ronaldo ein, allerdings mit der Erklärung, dass im Finale niemand unglaublich gespielt habe. Ronaldo habe sein Bestes gegeben, er sei gerannt und man habe gewonnen, dies sei das Wichtigste. Völler schießt gegen Premier League. Rudi Völler erwartet in naher Zukunft keine Abwanderungswelle der Topspieler nach England. Er gucke spanischen, italienischen und englischen Fußball, die Premier League mache am wenigsten Spaß, sagte der Sportdirektor von Bayer Leverkusen, dem Kicker. Die besten Spieler wie Messi, Ronaldo und Neymar stünden derzeit nicht in England, sondern in Spanien unter Vertrag. Für den früheren DFB-Teamchef treffen viele Clubs von der Insel trotz ihrer Möglichkeiten durch die TV-Milliarden falsche Entscheidungen. Der FC Bayern hole sich dagegen die besten Spieler und es passe, man merke, dahinter stecke ein Plan. Dieses Gefühl habe man bei englischen Clubs eher nicht. Magath würde Podolski zu Hause lassen. Felix Magath hat sich gegen eine Nominierung von Lukas Podolski für die Europameisterschaft in Frankreich ausgesprochen. So lieb, nett und erfolgreich Podolski in der Vergangenheit auch gewesen sei, aus sportlichen Gesichtspunkten wäre es gut, stattdessen Sané oder Brandt mitzunehmen, sagte er im Mercedes-Benz Sport-Presseclub. Außerdem äußerte sich der derzeit vereinslose Ex-Meistercoach zu den Chancen der deutschen Nationalmannschaft bei der EM in Frankreich und seiner eigenen beruflichen Zukunft. Ja, also wenn der Weltmeister kein Titelfavorit bei der Europameisterschaft ist, weiß ich nicht mehr. Selbstverständlich gibt es halt andere wie Spanien, die auf Augenhöhe sind. Aber ich denke mal, wir werden den Europameistertitel auch holen, wie den Weltmeistertitel. Also es gibt immer mal wieder irgendwelche Kontakte und Gespräche. Sicher tendiere ich jetzt dazu, nächste Saison mal in einem Länderspiel auf der Bank zu sitzen. Alaba traut Österreich Sensation zu. David Alaba will mit der österreichischen Nationalmannschaft bei der Euro die Rolle des Sensationsteams spielen. Sicher stehe man nicht bei allen auf dem Zettel ganz oben, aber er traue ihnen sehr viel zu, sagte der Allround-Spieler im Rahmen des Vorbereitungstrainingslagers im schweizerischen Laax. Man habe auch schon bewiesen, dass man eine gute Mannschaft sei und guten Fußball spielen könne. Natürlich sei es ein Turnier und für sie alle das erste Mal, aber wenn sie ihre Leistung bringen, dann sei vieles möglich, sagte Alaba. Mit den Sport1 News immer up to date. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Immer noch Reus über den halben Platz, vorbei an Bonucci und rein ins Tor.